Willkommen zu einem Video. Die anderen Videos zum Thema Tischkreissäge findet ihr in der Playlist und den Link dazu unten in der Beschreibung. Das Grundgestell und die Schiene waren soweit fertig und haben auch mehr oder weniger funktioniert. Hat noch ein bisschen geklemmt, macht aber nichts. Jetzt wird vorne eigentlich nur das Rad, damit ich dann die Höhestufen das einstellen kann. Und oben kommen noch Scharniere hin, damit ich dann das ganze Ding, das ganze Gerüst an der Platte befestigen kann und auch später neigen zum Winkel einstellen. Und versprochen, dass ihr das letzte Video mit dem Gerüst, als nächstes kommen dann die Winkeleinstellung. Das will ich euch schnell noch zeigen. Ich habe hier von einer Seite eine ziemlich dicke Naht drauf gemacht und jetzt sieht man wirklich gut, wie sich die ganzen Scharniere verzogen haben. Macht jetzt hier in dem Fall nichts aus, die funktionieren trotzdem. Thank you.
damit haben wir jetzt schon mal die grobe Form, Halterung fertig und ich kann das Ding zusammenbauen. Es gab nur eine kleine Änderung, ich muss jetzt doch ein paar Teile einkaufen. Eigentlich wollte ich ja die Schrauben, was ich hier gefunden habe, in der Werkstatt benutzen. Aber der komplette Aufbau wäre dann mit Schraube so hoch geworden, dass ich dass hier das Sägeblatt dran streift. Die Batch-Lösung, was mir dann dazu eingefallen ist, waren dann Senkkopfschrauben. Und von denen hatte ich nur eine einzige da, beziehungsweise eine andere mit dem Insex-Kant. Und Insex-Kant, da bin ich kein großer Fan von. Noch ein anderer kleiner Vorteil. Ich muss nämlich mit der Hand schrauben. Okay, das halt funktioniert alles, aber hier unten, ich bekomme das Ding nicht ganz nach oben, beziehungsweise ganz nach unten. Ich muss mich irgendwie hier unten vertan haben. Der Schlitz und die Achse stimmen nicht richtig überein, also so wie es sein sollte eigentlich. Und ich weiß gar nicht warum, ist alles schön übersichtlich. Ah ja, das heißt, entweder hier das ganze Teil neu machen, beziehungsweise hier das kleine Loch, oder die Achse hier verändern. Und es geht am einfachsten wahrscheinlich, wenn ich hier einfach das Teil ein bisschen abändere. Die Schraube hier gefällt mir eh nicht. Den Schlitz an dem Winkel muss ich dann doch noch versetzen. An der einen Seite zuschweißen, an der anderen Seite wieder auffallen, damit dann alles richtig passt. Hier und da musste ich dann noch eine Ecke und Kante abschleifen oder ausfallen oder sonst irgendwie. In dem Fall jetzt, damit dann die Kondomotor ganz nach unten geht. Und der Rest der Warte eigentlich nur sauber machen. Kanten brechen, damit uns sich nicht dran schneidet, gucken, dass alles richtig sitzt und ja, das war's dann eigentlich auch. Wie immer hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Teilen, liken, Daumen hoch da lassen, kommentieren. Ja, und abonnieren nicht vergessen, falls ihr noch kein Abonnent seid. Bis zum nächsten Mal.